Wir schauen uns das Video von The Studio an. Dave hat mit Justin und Victor Braun gemeinsam gedreht. Jede Person wurde negativ auf Corona getestet, das ist schon mal sehr gut. Wir schauen uns rein, wie Justin und Victor Braun zusortieren tatsächlich, wie, wo, was, wer das Outfit. Genau. Ja, okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Was denn, vielleicht ist ja hier auch der Neffe von Marc Gebauer mit dabei. Vielleicht hast du auch am Anfang schon falsch entschieden. Okay. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Okay. Was geht? Hi. Grüß dich. Du wirst heute versuchen, 6 Personen das... Schade, dass die beiden sich jetzt nicht vorgestellt haben. Den jungen Mann habe ich jetzt schon mal gesehen, allerdings noch zu Zeiten, da hat er Gaming-Videos gemacht. Richtige Outfit zuzuordnen. Ja, im besten Fall. Ich wünsche dir viel Glück und das sind die Kandidaten. Wieso hat hier keiner Peso Ross an euch? Die kannst du beim nächsten Mal gerne sponsern dann. Ich sponsor dann, ja. Das Ehrenbruder, Ehrenbruder. Kuss an der Stelle für den Ehrenbruder. Das ist das erste und einzige Mal. Chat, das ist nicht Pixelwolf, lass das jetzt. All, dass du alle Personen siehst. Ach so, dann gucke ich mich nochmal kurz um, ja? Dicker, der war bei mir in der Klasse. Der war bei mir in der Klasse und von ihr hätte ich gerne die Handynummer. Ja. Sind die verlinkt? Sehen alle sehr sympathisch aus. Verlass bitte das Studio, wir holen jetzt die Outfits rein. Es gibt ja auch den Spruch, zeig mir deine Sneaker und ich sag dir, wer du bist. Es gibt ja auch den Spruch, zeig mir deine Eier und ich sag dir, ob du Schmerzen hast. Ganz gut drauf. Hier sind alle 6 Kuss, Outfits der Thomas. Kandidaten. Moin, danke schön. Du kannst sie dir kurz angucken und deine Meinung dazu sagen. Okay, okay, wir haben hier Air Force. Digga, was jetzt Story flippt, ist ja tausendswert, wenn jetzt einfach einer der Kerle ein Kleid anziehen würde, oder? Das darf man jetzt in dem Format, glaube ich, nicht erwarten, oder? Super Schuh, auch gerade an hier. Alltagsoutfits, hier das... Ich weiß nicht, vielleicht ist ja hier auch der Neffe von Marc Gebauer mit dabei. Kann natürlich sein, dass auch jemand tagtäglich Anzüge so in seiner Freizeit trägt, aber das sieht mir eher nach einem Berufsoutfit aus, sage ich jetzt mal. Also ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Damenoutfit. Weiß ich nicht, ich würde strippen. Ohne jetzt hier sexistisch klingen zu wollen. Justin, vorsichtig, see you on Twitter, my man. Das gehört aber nicht mehr dazu, ne? Diese Lederjacke oder doch? Einstein, kurz, kurz. Ach krass, also hier Zip-Hoodie, T-Shirt und Leder-Overshirt. Ist aber ein nice Piece, muss ich sagen. Fällt mir gut. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, sehr schick alles. Viel Erfolg, hier kommt die erste Person. Ich will da auch mitmachen und ich will, dass Justin mein Outfit mir zuordnet. Hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Julia. Julia. Du arbeitest als was? Ich gehe auf die Gestaltungsfachoberschule. Okay. Was gestaltest du da so? Fachoberschule hat sie doch gesagt. Also ich mache halt Kunst. Achso, okay. Dann habe ich das wohl falsch verstanden. Okay, okay. Also ein künstlerisches Outfit suchen wir. Ja, also ich würde auf jeden Fall jetzt schon mal eins der Damen-Outfits natürlich hier zuordnen. Okay, man erkennt auf jeden Fall, dass du die Vans auch häufiger trägst. Deswegen würde ich schon mal grob sagen, dass das Outfit in die engere Auswahl kommt. Es muss ja auch, sage ich mal, größentechnisch alles passen, ne? Trägst du gerne Caps? Ja, das schon. Also du trägst manchmal Caps? Ja. Okay. Shit, hätte sie jetzt Nein gesagt, wäre besser, sag ich ehrlich. Ich glaube, ich gebe dir mal rechts das Outfit. Das hier? Ja. Okay. Kannst du dich ein bisschen seitlicher drehen? Justin, vorsichtig, ja? Justin war ein Big Buber. Ja, ich gebe dir mal das hier. Okay. Justin, ich würde Justin, Victor beide so sympathisch. No joke, Alter, no joke. Ja, doch, doch. Ich denke, ich sehe mich da sehr, sehr zuversichtlich. Grüß dich. Okay, der Bro ist ziemlich groß. Der sieht so modelmäßig aus. Dein Name? Ich bin Tom. Aber ich will dem seine Nummer nicht haben. Was machst du beruflich, Tom? Ich studiere Sport und Englisch auf Lehramt. Okay. Ja, dann können Sie ja natürlich einen Anzug tragen, ne? Nein, theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass du mit einem Anzug hier bist. Du hast ja schon ziemlich... Welche Schuhgröße trägst du? Das möchte ich lieber nicht beantworten. Okay, ist zu privat, ne? Okay. Aber sieht man doch bestimmt eine solide 6. Geisterst du dich für Mode oder? Ach, ich bin schon interessiert, würde ich sagen, ja. Okay, aber du hast jetzt bei dir im Job oder im Alltag keine Anzugspflicht oder so? Nein. Nee, das größere Füße als 44. Und die hier sind sehr groß, deswegen ist das ein easy one. Auch der Vintage Lacoste Pullover passt sehr gut zu dir. Deswegen würde ich sagen, du bekommst auf jeden Fall das Outfit hier. Und da wird auch gar nicht mehr dran gerüttelt. Das wird auch nicht mehr revidiert. Das
Das ist, denke ich, ein easy win, oder? Glaube ich auch, das passt no joke auch zu ihnen. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster, aber... Wird sich zeigen, ne? Ja, wird sich zeigen. Alright, ich probier's an. Okay. Ah, coole Jeans. Danke sehr. Eweso? Super. Der freshste Lehrer Deutschlands. Cool, aber du krempelst auf jeden Fall deine Hose. Ich probier's jetzt einfach mal. Also, ich glaube, damit ich geb dir mal hier dieses Outfit. Ich probier's mal an. Ja. Ist auch so bunt und quirky, so das passt mit den Schuhen zu ihm. Finde ich gut, Mann. Guter Pick. Ja, ich glaube, das wird gut passen. Danke sehr. Hast du ein gutes Bauchgefühl oder ein schlechtes Bauchgefühl? Ich bin mit meinem Bauch zufrieden, sage ich mal. Klar könnten da 1-2 Kilo noch runter und ein bisschen mehr Sixpacks, aber ich würde sagen, mein Bauchgefühl ist gut. Ich kann es tatsächlich bei dieser Folge bisher nicht so gut einschätzen. Hallo. Hi. Na? Wie heißt du? Celina. Celina, okay. Okay, also ich glaube nicht, dass du einen Anzug trägst. Nee. Chat, respectfully. Wer weiß. Auch hier dieselbe Frage, was machst du? Ich habe gerade mein Abi gemacht. Okay. Danach wahrscheinlich studieren, mal sehen. Na gut, ich weiß nicht, warum ich die Frage überhaupt stelle, weil das ist jetzt bei Uhren aufschlussreich, aber hier jetzt nicht sonderlich. Bei Uhren ist es aufschlussreich? Also, trägst du gern Caps? Ab und an, also es kommt auf die Cap an. Okay, und gefällt dir die Cap hier zum Beispiel? Das ist eine schöne Cap, aber weiß man nicht, ne? Ich darf aber jetzt kein Fitting machen. Sie ist bald bei Instagram Stream, Mann. Auf Cinderella angelehnt? Ja doch, setz mal auf. Darf ich? Ja, cool. Okay, ja dann. Ist es zu eng oder passt? Schon eng. Ja, die sitzt ja komplett hoch. Das ist nicht Trimax-Freundin, Chat, nein. Dürft ihr das umstellen? Ja, na klar. Ah, okay. Okay, warte, behalt die Cap mal kurz an. Der Grins wäre zu sehr. Na, du hast geglättete Haare. Ich glaube, du trägst keine Kappe. Vielleicht hat sie sich nochmal die Haare geglättet. Aber das ist echt eine schwere Folge. Ah, warte, ich habe eine krasse Idee. Die Sachen sind auf jeden Fall sehr clean hier. Also da achtet jemand auf seine Schuhe, dass hier riecht, frisch gewaschen. Also. Und da war jetzt meine Theorie, dass ich die an diese Jeans dran halte. Privatdetektiv auch nochmal. Can we get a hit crazy in the chat, guys? Danke okay, für deine Kommentare. Das sagt mir jetzt gar nichts. Warum sind die denn identisch lang? Vielleicht hast du auch am Anfang aber ja, schon falsch Thomas, entschieden. Kannst du. Oh oh. Wie entscheidest du dich? Ja, okay, ich... Ja, ach, du hast doch so ein Shirt an, Mensch. Ja, das nehme ich. Das gebe ich hier. So nehme ich. Oh, ich bin gespannt, wer den Anzug hier mit dem Louis V Belt trägt. Gut. Danke. Gerne. Jordan 1 Low oder Vans? Naja, ich gebe dir das. Kann ich nicht spielen, kriege ich einen Strike. Okay. Hör mal, hier ist der richtige Stillung. Dankeschön. Stimmung. Ja, genau. Warum sagen die Danke? Die kriegen neue Klamotten. Du bist jetzt bei der Hälfte. Wie viele glaubst du, hast du richtig? 3 von 3. Was anderes? Ah ja, der Boss ist confident. Grüß dich. Hi. Wie heißt du? Olli. Olli. Okay. Olli könnte den Anzug, glaube ich nicht. Okay. Refs. Ach, das sind ja deren Klamotten, klar. Simmons, ist das dein T-Shirt? Das ist meins, ja. Okay, okay. Hier Ref Simmons, ihmchen auch. Was machst du beruflich? Ich arbeite mit Menschen zusammen. Mit Menschen? Ja. Also sowas Soziales. Ja. Also ich arbeite auf jeden Fall mit Menschen zusammen. Mit Menschen. Da würde ich ja fast schon sagen, dass ich dir das Streetwear-Outfit gebe, aber das könnte jetzt hier auch so eine Täuschung sein. Okay, er hat keinen Gürtel an. Vielleicht ist das seiner. Beide sind mit Gürtel. Oh nein, Justin. Ah ja. Weil der andere ist Louis Vuitton, was ist denn das hier? Louis Vuitton. Oh, der ist krass. Der ist krass. Man sieht, welches Gürtelloch am meisten benutzt wurde. Einfach joink, Digga, einfach gezogen. Justin, gib den Gürtel zurück. Du kannst es nicht einfach abziehen, Bro. Das ist sein... Digga, das ist sein Gürtel, Justin. Du kannst den nicht einfach klauen. Und das ist ein schmaler Umfang. Und der andere Kandidat ist ein bisschen schmaler als du. Aufgrund dessen sagen, der dass Anzug, doch ne? du das Outfit mit dem Anzug bekommst. Okay, dann machen wir das. Dann viel Spaß mit dem neuen Anzug. Okay, vielen Dank. Dem Louis-Gürtel. Ja. Ja. Also ich hätte eigentlich andersrum gemacht, aber wegen dieser Gürtelsache... Okay, ich glaube, ich gebe stark gespielt. Dir dieses Outfit. Ja, ich habe das... Hi. Hi. Okay. Paula. Okay. Hallo. Ja, also viel bleibt nicht übrig. Du darfst dir das Outfit gerne schon nehmen, ohne dass wir uns großartig unterhalten, weil das ist noch ein Frauenoutfit. Alles klar. Ja, also...
Und bei dem braucht man jetzt auch... Wie rude, Alter. Rede doch mit ihr. Was soll das, Mann? Auch nichts sagen. Aber ja, jetzt im Nachhinein, ich hätte mich anders entschieden, aber ich muss ihr jetzt das geben. Also, ja. Paula, du darfst gern... Alles klar. ...das Outfit anziehen. Ja. Wie ist dein Name? Konrad. Konrad. Du bist ja so ein typischer Anzugträger, würde ich sagen, oder? Mhm. Nicht so, nicht so. Also dann darfst du einmal dich schick machen. Konrad hat gar keinen Bock auf den Anzug. Ja, also für dich nur noch ein Outfit üben. Oh, fuck. Die Hose ist aber nicht so slim oben. 34. 34, ne? Fuck, ich habe das mit dem Anzug doch vertauscht wegen dem Gürtel. Nur für die Zuschauer, ich hätte es doch lieber andersrum gemacht. Hier. Konrad, viel Spaß damit. Danke. Fuck. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube 3 oder 4 von 6. Bei den Mädels bin ich mir super unsicher. Mhm. Da bin ich mir wirklich sehr, sehr unsicher. Und ja, ich glaube, ich habe maximal 2 richtig. Ich glaube eher 1. Ich bitte dich, deine Augen zu schließen oder auf den Boden zu gucken. Denn jetzt kommt deine Zuordnung. Okay, warte. Jetzt kannst du... Die beiden vertauscht, würde ich sagen, das hier stimmt auf jeden Fall. Und vielleicht sogar die beiden hier noch getauscht, das weiß ich aber nicht. Ja. Zu dich umdrehen. Aber coole Outfits alle. Nicht? Nein. Ja, das dachte ich nämlich, dass die beiden wahrscheinlich noch tauschen müssen. Ja, und die beiden hier. Und sonst passt es wahrscheinlich, ja. Ja, okay. Ey, hätte ich doch nicht das mit dem Gürtel gemacht. Was war das denn für eine Kackaktion? Scheiße. Das wäre so ein sicherer Point gewesen, wenn die beiden getauscht hätten. Das war gar nicht nebelnice. Alle Personen, denen das richtige Outfit zugeteilt nicht? wurde, heben bitte jetzt die Hand. Ja? Echt? Oha. Krass. Alle Männer richtig? Ach so, okay. Konrad hat ein nice Outfit, doch. Ich bin ja auch komplett lost. Dann hat sie... Hat eigentlich das hier an, sie eigentlich das hier und sie dann das. Was? Ich bin verwirrt, ich habe Kopfschmerzen. Hey, ich dachte, das wäre ein bisschen zu... Konrads Outfit ist sehr, sehr nice, gefällt mir sehr gut. Los, aber geht eigentlich so auf Oversize angelehnt, ne? Okay, aber das wusste ich safe. Okay, ja, 3, ne? Ja, Victor, ne? So nicht. Heb bitte die Hand, bei wem das Outfit richtig ist. Du darfst dich jetzt umdrehen. Victor zu den Brauen. Aua. Ah. Bei dem Outfit bin ich gleich mal gespannt, wessen Outfit das ist. Das konnte ich gar nicht zuordnen. Das hier hat sie. Sie hat das hier. So, aber ja, der Anzug ist ein bisschen zu groß, glaube ich. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen. Also, ich finde, könnten die Kandidatinnen und Kandidaten auch so tragen. Ach, ja, gut. Ja, man kann ja nicht immer gewinnen, ne? So. Okay, das sind die finalen Outfits. Ja, jetzt passt's doch. Ich bin so verwirrt, okay. Sie hatte das hier an. Ah, das steht ihr sehr gut hier. Das steht ihr sehr gut. Wie man sieht, ja, passt das stark, mit den Damen dann doch jetzt besser. Sehr gut. Ja, Big also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Dave hier gerne ein Like da. Wirklich ein unfassbares. Aber die Cap to match finde ich überhaupt gar nicht. Finde ich überhaupt gar nicht, Chat. Ich finde die Cap sehr, 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 sehr cool. Und die ist hier sogar nochmal auf einem Instagram. Das hier. Danke euch. Wenn du auch einmal dabei sein willst, dann bewirb dich auf thestudio.cc.